Ja, grundsätzlich wäre geplant ist, dass alle Einsätze kriegen, die zurückgekommen sind. Alle, die fit und gesund sind bis Samstag, werden Stand jetzt 45 Minuten spielen. Das kann sich natürlich immer noch ein bisschen ändern, wenn die Belastung vielleicht doch größer ist im Training, dass es ein bisschen kürzer ausfällt. Aber geplant ist mal 45 für alle, einfach um auch einen Rhythmus zu kriegen vor dann dem ersten Pflichtspiel in Bremen. Natürlich habe ich auch schon oft betont, werde ich ein paar neue Dinge mit reinbringen. Da werde ich jetzt nicht auf Teufel komm raus in den ersten Spielen reinbringen, sondern wir haben wenig Zeit. Wir werden uns auch über den Liga-Alltag und über den Pflichtspiel-Alltag entwickeln müssen, über Nachbesprechungen. Wir haben natürlich nicht die Zeit jetzt mit allen, gerade wenn Josh, Thomas und Manu erst am Montag zurückkommen, die Zeit, alle Inhalte mit denen nochmal durchzugehen vor den ersten Spielen, sonst wird dann sukzessive immer wieder zwischen den Spielen passieren müssen. Aber dafür haben wir einfach auch eine gute Qualität und auch den Anspruch der einzelnen Spieler, die Dinge auch perfekt umzusetzen. Und ja, natürlich kann es schon sein, dass das ein oder andere Spiel zu Beginn nicht mega flüssig läuft. Ja, ich bin ein großer Freund davon. Grundsätzlich spielt man ja immer mit Ketten oder zumindest mal mit einem Pärchen. Diese klassische Rolle des Abwehrchefs, das ist nicht mehr ganz en vogue, sondern heute ist schon so, dass natürlich du sprechen musst. Alle müssen versuchen, Coaching zu übernehmen. Tupper ist jetzt kein Lautsprecher und wird es auch nicht werden. Ja, der ist eher durch seine Art und Weise ein Führungsspieler oder einer, der vorangeht, weil er verteidigen will, weil er das Verteidigen auch gerne mag, weil er natürlich eine gute Wucht und Tempo hat. Hat heute auch sehr gute Spieleröffnungsbälle drin gehabt. Der wird sich schon auch entwickeln zu mehr Führungsperson, aber ist insgesamt schon ein ruhiger Spieler, der jetzt nicht jetzt jeden Spieler coacht, aber er muss erstmal ankommen, er hat auch noch keine Trainingseinheit mit den Nationalspielern hinter sich, mit den anderen Nationalspielern, sondern wird da auch noch Zeit brauchen, alle kennenzulernen und dann auch lauter werden. Das war in Leipzig genauso, dass das ein bisschen Zeit gebraucht hat. Aber es ist jetzt keiner, der ständig und immer jeden coacht, aber wie gesagt, auf seine Art und Weise kann er gerne eine Rolle übernehmen, die tragend ist, aber da müssen die Nebenmänner auch mitmachen und ganz alleine wird er das nicht stemmen und auch nicht stemmen müssen.